Wir möchten euch heute unser Plotter-Projekt vorstellen. Der Plotter ist in der Lage, eine Grafikdatei auszulesen und entsprechend zu zeichnen. Wir haben drei Motoren verbaut. Einmal kann die Kette bewegt werden durch den einen Motor. Sieht man hier. Einmal kann das Papier transportiert werden durch Gummirollen. Und wir haben einen Motor, der quasi im Stift, den Stift rauf und runter bewegt. So, wir werden es euch mal demonstrieren. Ah ja, ein Sensor, ein Tastsensor, der bestimmt den Rand des Blattes. Und ein Farbsensor ist in der Lage zu erkennen, wann das Papier am Ende ist. So, dann starten wir das jetzt mal.
So, jetzt wollen wir unser Tierchen noch einen schönen Namen geben. Das ist erstmal das Gesamtwerk. Dazu werden wir noch eine Textdatei plotten. Raphael, kannst du mal kurz die Textdatei einschalten? So, fertig ist unsere Kirche. St. Raphael haben wir sie getauft. Also, das war's. Tschüss.